Moin liebe Leute, Top Trading Cards hier, was geht ab bei euch? Und vor uns seht ihr eine megamäßig geile Sache, und zwar die brandneue Futera Unique World Football 2016 Collector Card Box. Das ist eine ganze Box, noch original verpackt, die werden wir heute öffnen. Einmal im Jahr gönne ich mir persönlich einige dieser Boxen. Und muss von vornherein dazu sagen, für alle jüngeren Zuschauer von euch, das sind Preise, die als, ja, wenn ihr noch nicht arbeiten geht und noch nicht ein bisschen Geld beiseite gelegt habt, die man sich eigentlich kaum erlauben kann. So eine Box kostet roundabout, also ein Pack in der Box kostet roundabout 70, 75 Euro. Hier sind vier Packs drin, also knapp 350 Euro kostet diese Box hier vor mir. Und wenn man davon dann sechs Stück kauft, wird das halt ein bisschen teurer. Aber wie gesagt, einmal im Jahr bringt die Firma Futera diese Serie raus. Unique heißt sie. Unique 2015 habt ihr bei uns gesehen, 14, jetzt 2016. Und ich bin Fan und Freund dieser Serie seit Jahren. Hab gute Beziehungen zur Geschäftsführung dieser Firma. Und gönn mir das dann und muss da tatsächlich auch so viel Geld für bezahlen. Ab und zu mal ist die Firma aufgrund unseres YouTube-Kanals und weil ihr so cool seid, so gut drauf und schickt uns ein paar Promo-Artikel zu einer Serie. Das könnte auch dieses Jahr passieren zu dieser Serie, die ich dann verlosen kann oder euch zeigen kann und wie auch immer. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass das auch dieses Jahr so ist, dann schreibt doch einfach mal bitte in die Kommentare, damit es jeder bei Futera liest. Herzchen Futera. Das wäre geil, damit die sehen, okay, das kommt gut an, die mögen die Serie und so weiter. Und vielleicht kriegen wir dann ein paar Promo-Artikel, um euch noch ein Video zu zeigen und vielleicht sogar was zu verlosen, wenn uns was zum Verlosen bereitgestellt wird. Jetzt öffne ich die Box. Hier sind vier Päckchen drin, wie gesagt. Jedes Päckchen kostet knapp 75 Euro. Allein wie die Box verpackt ist, ist schon wirklich abartig. Ihr seht das ja hier. Das ist, also hochwertig ist schon gar kein Wort mehr dafür. Das ist schon, ja, abartig. Abartig trifft es. Also, die Box sieht dann so aus. Alles eingeprägt. Sehr stabil. Einfach nur geil. Und dann klickt man die so auf. Und dann hat man da drin 1, 2, 3, 4 Packs. Und dieses Original-Echtheitszertifikat von Futera eingerollt. Und ich habe 6 Boxen gekauft. Die leeren Boxen, ihr seht ja, wie geil die sind. Die leeren Boxen habe ich mir mit den leeren Päckchen zusammen aufgehoben. Und allein die Box ist so knapp 30, 40 Euro wert. Ich werde die einfach mal für ein bisschen weniger Geld bei uns im Shop anbieten. Wer also so eine leere Box haben will zur Aufbewahrung oder einfach um sich das ins Regal zu stellen und ein bisschen zu prollen, der kann da mal vorbeischauen. Die Packs werden hier über so ein Band angehoben. Und dann haben wir hier Pack Nummer 1, 2, 3 und 4. Box erstmal wieder zu, auf den Boden und dann starten wir rein. Futera Unique World Football 2016. Ich muss mal eben kurz was erledigen. Das Licht da oben muss nämlich nicht sein. Da bin ich wieder. So. Hier steht dann auch direkt auf dem Pack drauf, was so drin sein könnte. Allein eine Basiskarte ist ungefähr so dick wie 4 Match Attacks Karten. Also hochqualitativ. Wie gesagt, das ist wirklich richtig, richtig heftig. So sieht ein Pack aus. Und auf den Karten stehen ja auch immer Codes, weil man mit den Karten auch noch ein Online-Spiel spielen kann. Diese Codes werde ich euch nicht zeigen. Ich hoffe, das versteht ihr. So, ich sortiere mir das mal eben. Und dann fangen wir mal an. Die erste Basiskarte ist von Seamus Coleman. Irischer Defender, also ihr seht hier dann bei den Basiskarten, die sind massiv. Hochqualitativ, also hier die Ecken und so perfekt geschnitten alles. Das Bild, der Hintergrund, Defender, die Flagge.
Hier alles so geprägt in Gold, Seamus Coleman, und hinten dann eben auch alles in Gold geprägt. Die Basiskarten haben auch diese Codes hier. Den dürft ihr natürlich gerne sehen hier von Seamus Coleman. So sieht das Ganze dann aus. Die zweite Basiskarte, Jerome Boateng vom FC Bayern München, Wayne Rooney. Also hier ist auch in jedem Pack was drin, Leute. Also ihr seht jetzt richtig heftige Karten. Axel Witsel, Gianfranco Zola, das ist The Greats, also die Großen der Fußballhistorie, unter anderem die alten Italiener mit Gianfranco Zola. Dann haben wir hier Roberto Firmino von FC Liverpool, Diego Godin, uruguayischer Verteidiger, Mateo Kovacic, Rookies, auch klar. Die junge Generation, die jetzt in den Fußball hineinstürmt, unter anderem Kovacic, mittlerweile ja sogar schon bei Real Madrid. Dann haben wir hier Lionel Messi und hier hinter direkt irgendwas richtig, richtig Cooles, glaube ich. Ich ziehe mal langsam runter. Ein Autogramm von Manchester United's Morgenschneider Lan. On-Card Triumph-Auto. Was es hier zu beachten gibt, ich drehe die jetzt nicht um, weil da steht der Code drauf. Die Karte ist nummeriert. 34 von 40, 34 of 40. Und was man auf jeden Fall mal sich hier unbedingt angucken muss, ist dieser Schimmer hier. Wie geil die das machen. Morgenschneider Autograph nummeriert 34 of 40. Direkt hier in einem Sleeve drin, da kommt auch wieder rein. Morgenschneider, unser erstes Autogramm. Dann Messi als Basekarte. Mario Götze. Packen wir mal davor. Denn dann haben wir neben dem Autogramm in dem Pack auch noch eine Trikotkarte. Und zwar hier. Wir ziehen langsam runter. Toni Kroos. Sehr, sehr geil. Leichter Patch hier oben. Wahrscheinlich Beginn des Adidas-Logos, wie man das hier sieht. Also minimal gepatcht. Toni Kroos. Unique 2016 Superstars Game Used Memorable Card. Die ist nummeriert 45 zu 59, 45 of 59. Toni Kroos Trikotkarte von Real Madrid. Das Trikot stammt, das steht auch vorne drauf, aus einem International Friendly zwischen Deutschland und Frankreich vom 6. Februar 2013. Toni Kroos. Sehr schön. Dann haben wir hier noch Javier Zanetti und David Silva. Also erste Pack und direkt mal Schneiderle Autogramm und Toni Kroos Trikotkarte. Öffnen wir Booster oder Pack, weil Booster heißt das hier nicht bei so einer Serie. Pack Nummer 2. Da haben wir eine Karte, definitiv fällt schon mal auf. Und ihr seht ja, die sind dann so eingefüllt und dann ist hier so ein Ding drum, damit man es besser dann am Ende abbekommt. Auch hier schauen wir uns das wieder an. Karim Benzema, The Greats von Dennis Bergkamp, der Holländer, Basiskarte von Thomas Müller von den Bayern. Eine Rookie-Card, das ist Hakan Çalhanoğlu, Bayer 04 Leverkusen. Defender Marcos Rojo. Midfielder Oscar, der Brasilianer im Dienst vom FC Chelsea. Alexis Sanchez, der Chilene von Arsenal. Dann haben wir Yuta Nagatomo, den Japaner. Cesc Fabregas für die Spanier am Start. Luis Figo, The Greats und dann eine Heritage-Karte. Die sind sehr niedrig nummeriert. Heritage, eine neue Insert-Set oder ein neues Insert-Set aus der neuen Unique 2016-Serie Peter Schmeichel. Diese Karte ist nummeriert
37 von 50, 37 of 50, Peter Schmeichel. 37 of 50. Kommt also auch hier hin. So, und dann kommt hier, glaube ich, noch ein Trikot. Das war De Gea. So rum geht's. Wir fangen langsam wieder an. Vielleicht erraten wir ja was. Game Used Memorable, Nwankwo Kanu. Ein alter nigerianischer Superstar, war mal bei Arsenal in der Premier League überhaupt sehr lange gespielt. Das Spezielle an diesen Karten ist das große Trikotstück hier, Nwankwo Kanu. Es hätte ein besserer Spieler sein können, bin ich ehrlich. Die ist nummeriert zu 99. Ich habe Nummer 11 von 99, 11 of 99. Und das Spezielle an diesen Karten ist, Leute, vorne ist das Trikotstück und hinten drin, ich halte mal den Code zu, sehen wir dann das hier. Also, this card features a piece of Nwankwo Kanu's West Bromwich Albion Game One Jersey, also ein Trikotstück aus seinem West Bromwich Albion Trikot aus einem Premier League Spiel gegen West Ham United am 1. Mai 2006. Das ist vorne das. Und hier hinten, was ihr seht, ist ein Teil der Stadionzeitung aus dem Spiel an diesem Tag, was hier hinten eingearbeitet wurde. Also vorne Trikot, hinten Stadionzeitung. Spieler ist Nwankwo Kanu. Wie gesagt, hätte ein besserer Spieler sein können, aber Trikot ist Trikot. Und ehrlich, Leute, ich habe in den 6 Boxen, die ich hatte, schon so Elite-Karten gezogen, dass es mir schon fast egal ist, was jetzt noch kommt. Natürlich nehme ich alles als Bonus. Und zu diesen Elite-Karten kommt noch ein extra Video. Ich werde ein komplettes Recap zu allen Futera Unique 2016 Boxen machen, die ich hatte. Sprich, ein Recap ist ein Video, in dem ihr alle guten Karten seht, die ich gezogen habe, nochmal extra schön für euch präsentiert. Jetzt kommt Pack Nummer 3 Futera Unique 2016. Guckt mal mit mir gemeinsam rein. Wir sehen eine, zwei Karten, die gut sein könnten. Ich mache hier einfach mal wieder ab. Boah, die ist aber stramm drum. Ich sag ja, die sind so fett, die Karten. Also, wir starten mit Laurent Koscielny, französischer Nationalverteidiger und Stammverteidiger beim FC Arsenal. Robin van Persie, mittlerweile ja in der Türkei. Hernan Crespo, The Greats, alter argentinischer Superstar. Carlos Bacca, Kolumbianer, mittlerweile beim AC Mailand. David De Gea von Manchester United, der Stammtorhüter. Dann haben wir Branislav Ivanovic vom FC Chelsea. Sergio Aguero und dann kommt schon wieder irgendwas angeflogen. Aida Daus. Heftig. So eine hatte ich noch gar nicht. Jetzt zieht euch das mal rein. Jetzt kommt eine. Es ist zwar wieder der Spieler von gerade. Nwankwo Kanu. Aber jetzt hier das Spielerbild in einem Goldrahmen. Dann hier ein kleines Trikotstück, wieder aus einem Spiel gegen West Ham von West Brom Albion am 1. Mai 2016. Hier dann wieder ein Stück aus der Stadionzeitung, aber diesmal eben alles auf einer Seite und dann hinten, den Code halte ich wieder zu, eine komplette Spielergalerie, die Karte heißt auch so, Player Gallery von Nwankwo Kanu als junger Spieler bis zum alten Spieler. Richtig heftig, Player Gallery Card mit Trikotstück und Stück der Stadionzeitung von wieder Nwankwo Kanu. Wie gesagt, der Spieler ist nicht allen bekannt, vor allem nicht Leuten aus der Zeit. Aber da geht es sich drum, sehr, sehr geile Karte. Dann haben wir hier The Greats, Gilberto Silva, Yaya Touré, Shinji Kagawa, Vincent Kompany. Und Rookie von John Stones, der mittlerweile Spieler von Manchester City ist. Ein Pack haben wir noch, Leute. Und dann ist der Spaß schon wieder vorbei. Aber wie gesagt, ihr bekommt noch eine Komplettübersicht in Form eines Recap-Videos von den 6 Boxen Futera Unique.
Also, so sieht unser letztes Pick aus. Und wir starten mit José Fonte, Europameister mit Portugal. Keisuke Honda. Oh, hier hinter kommt eine Karte. Ziehen wir mal runter. Das ist eine Gold. Ja, Gold Parallel, glaube ich. Von Rookie Bernardo Silva. Rookie Bernardo Silva als, ja, Gold Parallel. Nummeriert 3 von 11. 3 von 11 Bernardo Silva Rookie Parallel Card. Ihr seht, es gibt ein Parallel Set, einmal in Gold, einmal in Silber. Das zu Silber ist zu 21 nummeriert, das in Gold zu 11. Wir haben hier die Rookie Card in Gold von Bernardo Silva. Dann geht es weiter mit Carlos Tevez. Dann haben wir Cristiano Ronaldo. Sehr, sehr schön. Allein die Basiskarte von Ronaldo geht so im Schnitt für 10 Euro. Dann The Greats Robert Pires. Dann haben wir Keylor Navas, Torwart von Real. Und hier kommt dann nochmal eine. Sehr schön. Karim Benzema, Double Patch. Double Patch, gibt es sowas überhaupt? Patch, Blue-White Patch, Game Use Memorable, Karim Benzema. Und hinten drin dann natürlich auch wieder ein Teil der Stadionzeitschrift. Dieses Trikotstück kommt aus einem Spiel von Real Madrid gegen RCD Mallorca am 16. März 2013. Nummeriert ist die Karte 25 zu 99, 25 of 99. Und hinten das Stück der Stadionzeitschrift. Da haben sie ein Stück von Luka Modric aus der Stadionzeitschrift, wahrscheinlich aus der Ausstellung von dem Tag herausgeschnitten. Luka Modric hier das Stück der Stadionzeitung und auf der anderen Seite ein Blue-White-Patch von Reals Jersey von Karim Benzema. Sehr, sehr geil. Dann hier noch Ivan Rakitic, Marcos Rojo, Stefan de Vrij, Marco Reus und eine Rookie-Card vom RSC Anderlecht-Spieler Dennis Prät, Leute. Das wollen wir jetzt mal noch schön auslegen, was wir hier so hatten. Benzema. Autogramm, hier die Kanu-Karte, hier ist groß. Schmeichel und hier dann noch die goldene von Silber. Das ist das sind unsere Hits aus einer Box für Futera Unique 2016. Ein Autogramm, 1, 2, 3, 4 Trikotkarten, eine Gold Parallel und eine Heritage-Karte. Das ist eine Box gewesen. Was ich in den anderen 5 Boxen hatte, das zeige ich euch dann in einem mega geilen Recap-Video. Ich freue mich schon jetzt drauf, das zu produzieren. Das kommt irgendwann nächste Woche, Leute. Jetzt Herzchen, Futera unten in die Videobeschreibung, damit wir vielleicht von Futera ein paar Specials kriegen, um nochmal ein Video machen zu können, vielleicht nochmal ein, zwei Päckchen öffnen zu können oder euch vielleicht sogar was verlosen zu können. Ich weiß nicht, ob sie was schicken und wenn ja, was sie schicken, aber probieren können wir es. Wir brauchen dafür eure Unterstützung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Einmal im Jahr Futera Unique, in dem Fall Futera Unique 2016. Ich feiere das einfach total. Das war's von mir. Ich bin raus. Peace out. Macht's gut und haut rein.